Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder unterwegs. Es geht gerade nach Gottlau rüber. Ich sitze schon in der Zugmaschine. Und ich war gerade unten am Main. Wir haben jetzt den 30. April. Wir sind noch in Rüsselsheim aktuell, haben unten noch offen. Da ist heute Familientag, aber wir sind jetzt schon mal Transporte fahren. Dadurch, dass das bis Mittwoch geht, dadurch, dass der 1. Mai ein Mittwoch ist, geht halt Rüsselsheim bis Mittwoch. Das heißt, wir haben Donnerstag, Freitag dann nur Zeit, in Groß-Gerau aufzubauen. Dementsprechend fahren wir jetzt schon mal Transporte. Ich habe jetzt aufgemacht, habe jetzt den Cosmo und den Junos unten gelassen. Und in der Zwischenzeit fahren wir jetzt Transporte. Vater ist auch schon unterwegs. Der hat auch schon Klowagen gefahren und tut jetzt den einen Transport fahren und ich den zweiten Transport vom Kinderkarussell. Und dann stellen wir das schon mal so weit es geht hin. Ja. Das ist der Plan. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin. Dann müssen wir noch ein bisschen Hydrauliköl noch auffüllen und den Kasten zumachen. Wer sich noch daran erinnert, an Fasnacht hatten wir ja das Karussell stehen gehabt. Und da musste der Kasten einmal aufgemacht werden und Hydrauliköl nachgefüllt werden und so weiter. Das machen wir jetzt nochmal richtig und machen dann den Kasten auch wieder richtig zu. So weit, so gut. Ich habe mir jetzt hier noch auf Krampf habe ich mir jetzt hier noch eine Miche Holy gemacht. Ich habe den noch nie probiert. Ich habe jetzt eine neue Dose aufgemacht. Das ist dieser, ich weiß gar nicht, was für Geschmacksrichtung das war. Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geguckt. Das ist der V. Der ist schon länger, den gab es schon vor einiger Zeit. Dadurch, dass ich aber noch so viele von diesen anderen Flavors geöffnet hatte. Und wenn du halt, keine Ahnung, 5, 6 Dosen zu Hause hast, die alle offen sind, ja, dann werden die halt mit der Zeit klumpig. Auch wenn da dieses Salzpäckchen drin ist, wird das dann irgendwann klumpig, wenn du halt wirklich so viele offen hast. Deswegen versuche ich halt immer erstmal, die ich habe, leer zu machen, bevor ich einen neuen anfange. Heißt natürlich, den habe ich noch nicht probiert. Das machen wir jetzt hier in dem Vlog das erste Mal. Der schmeckt sehr Eistee-mäßig. Ich überlege gerade, woher mir dieser Geschmack bekannt vorkommt. Weiß ich nicht. Das schmeckt auf jeden Fall so ein bisschen Richtung Eistee, würde ich sagen. Aber jetzt nicht Pfirsich-Zitrone oder so, sondern halt irgendwie, weiß ich nicht. Aber ist okay, ist gut. Ich würde sagen, eine gute 7 bis 8 von 10. So irgendwie, da würde ich es wahrscheinlich einordnen. Also kann man auf jeden Fall trinken. Ich kann dem natürlich keine 10 geben oder eine 9 geben, weil da gibt es Flavors, die finde ich viel geiler vom Geschmack her. Da kann ich dem natürlich keine so hohe Zahl geben. Dafür finde ich andere besser, aber der ist auch wirklich lecker. Kann man wirklich trinken. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid. Und mit dem Gutscheincode OLAFBIBLIX 10% auf jede Bestellung, meine lieben Freunde. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Gottlau. So, Freunde der Sonne, wir sind in Gottlau angekommen. Und fahr jetzt hinten an den Ding dran. Und der Nachbar hat ganz schön viele Container hier abgestellt. Sehe ich gerade. Aber wir müssen jetzt mal gucken, dass ich irgendwo so eine Stütze oder sowas herkriege, um die Deichsel hochzuheben hinten. Was auch wild ist, die Deichsel, Junge, da muss eine neue mal dran. Schon relativ stark verzogen, verbogen, verzogen. Und was ich auch mal sagen wollte, heute ist unglaublich warm. Wir haben 25 Grad. Es ist unheimlich warm, aber wisst ihr, was geil ist? Die Maschine hat eine funktionierende Klimaanlage. Das ist einfach eine 10 von 10, eine funktionierende Klimaanlage. Guck mal hier, seht ihr das? Ich weiß auch nicht warum. Da ist irgendeiner dagegen gefahren. Das Schlimme ist, da muss ja wahrscheinlich sogar eine neue rein. Ich glaube nicht, dass man das wieder gerade gebogen bekommt. Naja. Okay, das Holz ist ein bisschen zu hoch. Ich brauche was anderes. Ich brauche so Kniehöhe. Ein Holz auf Kniehöhe. Haben wir irgendwo was rumfliegen? Ah, guck mal, der alte Schaltkasten vom Autoscooter. Da hat er ihn hingeschmissen. Ich gehe mal gerade auf die Suche nach einem Holz und dann hängen wir mal an. Ich habe was gefunden. Ist jetzt kein Holz, aber das sollte von der Höhe sehr gut sein. Auf Lock. First try, meine lieben Freunde. First try. Ich muss schon sagen, also so eine Rückfahrkamera wäre schon geil. Was ich auch fühlen würde, da habe ich eine Anfrage bekommen für so ein Modul, was man sich hier so hinsetzen kann. So ein Bildschirm. Den klatscht man sich so hier hin. Dann hast du wie so ein Touchscreen-Display. Also du kannst dich hier überall hinsetzen. Ich sage jetzt mal einfach mal hier, ne? Und dann kannst du da halt Bluetooth, CarPlay, alles mögliche, Handy verbinden und so weiter, ne? Kannst du auch eine Rückfahrkamera anschließen an das Ding. Ist ganz geil, würde ich mal behaupten. Das Ding ist nur folgendes. Also ich habe eine Anfrage davon bekommen, ob ich dazu ein Video machen möchte zu dem Teil. Und ich dachte mir, ja, für einen LKW ist das richtig geil. Habe ich auch geschrieben. Da würde ich das gerne einbauen. Aber die haben leider auch nicht mehr geantwortet. Ne? Ich weiß nicht, ob ich mir sowas irgendwann auch mal kaufen werde. Aber ich fand das eigentlich schon nicht schlecht. Weil so eine Rückfahrkamera, gerade so für sowas, ne, wie jetzt, wäre schon praktisch. Ne, wenn man dann hier später mal, wenn ich hier später mal einen Koffer drauf habe, dass man hier so hier hinten unter den Koffer so eine Kamera so hinmacht. Oder hier, sage ich jetzt mal so.
dass man halt sieht, wo man hinfährt. Zum Anhängen ist das ganz geil, wenn man mal irgendwie wie jetzt so alleine unterwegs ist. Weil so schön wie jetzt klappt das auch nicht immer. Das ist auch manchmal, ist das auch ein bisschen 2-3 Versuche, bis er richtig hängt. So, ich fahre jetzt raus. Dann mache ich noch die ganzen Kabel dran. Und dann fahren wir nach Tuscarora rüber. So, machen wir hier unser Kästchen raus. Wir stehen jetzt drinnen. So, okay. Dann machen wir mal ein bisschen Platz hier drinnen. Einmal alles rausräumen und dann tun wir mal Öl auffüllen. Öl haben wir jetzt nicht aufgefüllt. Versucht, aber Vater hat keinen Trichter dabei und ohne war das jetzt ganz schön ekelig da reinzufüllen. Ich habe zu Hause auf jeden Fall noch Trichter, den nehmen wir mit, wenn wir hier am Donnerstag aufbauen. So, Freunde der Sonne, wir sind am Abbauen. Brüsselsheim ist vorbei, ich habe keinen Rundgang gemacht und wir fangen jetzt an hier abzubauen. Sind jetzt schon mit im Stress. Tina, wo sind die Decken? Da war doch eine blaue dabei. Das kann doch nicht sein, wo sind denn die Decken jetzt schon wieder? Sind die Decken jetzt weg oder was? Die wurden nicht gestern mitgenommen oder so, als Emily nach Hause. Nee, nur die eine schwarze und die habe ich heute mitgebracht. Das kommt mir schon wieder auf den Sack. Wir sind gerade in Gross-Gerau angekommen. Wir warten jetzt hier auf den Vater gerade, weil der muss vor mir reinfahren. Dann stellen wir nämlich hier hinten, da sieht man nicht so viel, ne? Dann stellen wir dann noch den Zuckerwagen zuerst rein und dann kommt der... Der muss ja auch drehen. Wo dreht denn der? Wo drehen wir denn? Normalerweise müssten wir schon fast hier vorne eigentlich drehen. Dass wir irgendwo hier von hier irgendwo reinfahren. Kann man da vorne irgendwo drehen? Ah ja, doch, da vorne kann man drehen. Müsste eigentlich gehen. Müsste man eigentlich drehen können. Mal gucken. Ich weiß nicht warum, bei mir geht schon wieder Licht nicht vorne. Hinten geht ein Licht nicht, vorne geht ein Licht nicht. Da muss ich auch mal gucken. Bild. So, liebe Freunde der Sonne. Wir sind in Groß-Gerau angekommen. Bauen jetzt hier Zucker und Schießen auf. Und dann noch Karussell. Und morgen geht's hier schon wieder los. Ich dachte erst Samstag, aber es geht Freitag los. Das heißt, wir müssen heute alles fertig machen. So, Bumsbude Nummer 1 steht. Im Groben zumindest. Jetzt geht's hier in die Bumsbude 2. Abfahrt. So, Dille. Schießwagen steht jetzt auch soweit. Im Groben. Noch ein paar Ecken drauf, Lichter noch drauf. Da müssen wir auch nochmal irgendwie anpassen. Seht ihr das? Die eine Seite ist so ein bisschen tiefer als die andere Seite. Da müssen wir mal gucken. Das müsste auch noch ein Stückchen höher irgendwie, wie wir das einstellen können. Am besten wäre, wenn man da mal irgendwie andere Eisen reinmacht. Und zwar welche, die ich schrauben kann. Dass man hier so ein Schraubgewinde noch dazwischen macht, davor macht, dazwischen macht, whatever. Dass man die halt, keine Ahnung, so 5 cm vor- und zurückschrauben kann. Dass wenn jetzt so wie hier, ich weiß auch nicht warum das so ist. Vielleicht weil da vorne das schon ein bisschen ausgenudelter ist oder so. Die Stange sich vielleicht irgendwie, der Haken vorne, ein bisschen weiter auseinandergezogen hat. Wahrscheinlich. Ja, normal müsste der noch ein bisschen höher hier. Ja, da müsste ein bisschen höher. Müssen wir mal gucken, dass das schön wieder auf einer Höhe ist. Jo, jetzt gibt es erstmal Futti. Standardpizza. Salami-Pizza. Daki kommt auch gleich. Muss jetzt auch um 12 kommen. Der darf dann hier sauber machen, Ordnung machen, einräumen und so weiter. Das ist dem seine Aufgabe. Ich bin heute müde, bin heute nicht so fit. Chef macht gerade Podium. Wir haben jetzt soweit alles stehen. Ich mache jetzt hier noch die Lampen oben rein. Das ist jetzt meine Aufgabe noch. Heute nicht so viel gefilmt, weil ihr wisst Bescheid, ne? Wenn Stress ist, dann bin ich nicht so viel am Filmen, weil wir haben ja gestern war noch Spieltag in Rüsselsheim und wir haben jetzt nur den Donnerstag. Hier die beiden aufbauen und Karussell aufbauen und morgen geht es hier schon wieder los. Das wäre mit dem anderen Karussell auf jeden Fall eine harte Nummer geworden. War jetzt auch so ja schon, ne? Anstrengend, aber schon in Anführungszeichen entspannt. Machbar. Ja? Nee, zufälligerweise nicht. Ich bin nicht Raucher. Aber ich trinke Holy, meine lieben Freunde. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, findet ihr meinen Holy-Link. Und mit dem Gutscheincode OLAFBIBELX 10% auf jede Bestellung. Hey, hey, meine lieben Freunde. Guck mal, die haben ja hier die Parksituation geändert, ne? Und guck mal, wie viel Platz hier jetzt ist, ne? Also hier kommt jeder LKW oder jeder Transporter, Autos sowieso. Guck mal, wie viel Platz hier ist. Hier kann man einfach... Jetzt ohne, ne, vorher standen hier Autos und da Autos. Und dann war das immer so eine ganz enge Sache. Und das war einfach scheiße, ja. Man hatte einfach keinen Platz und da hatte bestimmt der ein oder andere LKW-Fahrer bestimmt immer Angst gehabt, dass da irgendwie einem ins Auto fährt. Und jetzt hier mit dieser neuen Parksituation, ja, hat die Stadt einfach 10 von 10 Platz geschaffen, dass hier auch gar keine Engstellen oder Unfälle mehr passieren können. Wie zum Beispiel das hier, ja, wie zum Beispiel... Das hier, meine lieben Freunde, jetzt habe ich meinen Schlüssel nicht dabei, jetzt hätte ich nochmal die Tür aufgemacht. Tür ist so verzogen hier, dass hier auch das richtig knarzt und knallt hier, weil hier dann die Tür, ihr sitzt ja schon hier, ne, wie sich das hier schon abnutzt, wenn du die Tür aufmachst. Übrigens, natürlich Fahrerflucht, ne? Also,
Selbstverständlich. Da muss man doch nicht stehen bleiben und was sagen und, ne? Sondern richtig reingefahren und sich dann verpisst, meine lieben Freunde. Geil, oder? Ja, Spiegel war auch so. Hier, Spiegel natürlich auch kaputt. Tür kaputt, ne? Ihr seht ja, guck mal hier, wie das rumeiert. Tür kaputt, Kotflügel kaputt. Alles kaputt. Ist am Reifen noch irgendwas? Nee. Wird wahrscheinlich irgendein LKW oder so gewesen sein. Und hier ist das Ding auch raus. Und ich hoffe, da oben ist eine Kamera. Seht ihr die? Hoffentlich ist die an und filmt. Weil so vom Winkel her könnte das, ne, so ein bisschen, ne, wenn die schön, weil die hat ja ein bisschen mehr Weitwinkel, vielleicht geht die genau hier mit der Hauswand so, dann wäre das drinne. Dann könnte man das sehen tatsächlich. Vielleicht haben wir Glück und die Kamera hat gefilmt. Das wäre natürlich nice. Das ist ein schöner Start in den Sonntag, ne? So, Freunde der Sonne, nachdem ich mich gestern so schön aufgeregt habe, gibt es heute erfreuliche Nachrichten. Der Nachbar hat sich gemeldet, dass er in mein Auto gefahren ist, beziehungsweise ein Fahrer von dem, vom Bender, vom Dachdecker, ist mir ins Auto gefahren. Der hat sich heute gemeldet, beziehungsweise der Fahrer hat ihm dem Chef heute gesagt, dass er am Samstag ein Auto demoliert hat. War ich jetzt nochmal bei der Polizei gewesen. Für eine gute Nachbarschaft wollte ich jetzt die Anzeige zurücknehmen. Da meldet sich heute Abend nochmal der zuständige Beamte bei mir und dann mal schauen. Der weiß noch nicht, ob die Anzeige zurückgenommen werden kann, weil, ne, Fahrerflucht, Straftat und so. Was auf jeden Fall positiv anzumerken ist, die haben noch gar keine Ermittlungen aufgenommen. Also kam er halt wirklich von sich alleine. Das ist ja schon mal positiv. Was ich gedacht habe, ist, dass die vielleicht schon Ermittlungen aufgenommen haben und dann schon nachgefragt haben und die dann, und, ne, war so meine erste Vermutung, dass dann der Bender so, oh shit, hier gibt's eine Anzeige und so. Wir rudern mal schnell zurück, ja, und sagen, dass wir es waren, bevor wir jetzt hier noch angezeigt werden wegen Fahrerflucht oder, ne. Aber so war es ja doch nicht. Also die sind wohl von alleine auf die zugekommen, auf die Polizei, beziehungsweise haben dann sich nochmal gemeldet. Aber weiß ich halt nicht, ne. Gucken wir mal. Ich erzähl's euch, ob die Anzeige zurückgenommen wird. Der Polizist meinte, er weiß noch nicht, ob das geht, weil halt Fahrerflucht ist eine Straftat. Und eine Straftat wird dann halt auch verfolgt. Ne? Eine Ordnungswidrigkeit kann man so zurücknehmen, mäßig, aber bei Straftat halt nicht. Ne? Schauen wir mal, schauen wir mal. Genau. Ich fahre jetzt zur Steuerberaterin, bringe meine Papiere weg, dann fahre ich zum Tiefel, da zeigt er das Auto vor, lass einen Kostenvoranschlag machen und so, dann läuft das alles über die Versicherung von dem Boy. Jawohl, ja. Jo, was geht denn hier aber da? Guck ich mal das krasse Wetter an, Junge. Das ist richtig am Schütten. Jetzt geht's aber los. Ach, guck mal, was für ein schönes Auto da steht. Wunderbar. Ich rufe jetzt mal beim Tiefel an und dann mal gucken. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Hallo, Freunde der ungepflegten Unterhaltung. Wir sind in Hasloch, Hasloch Nord, in Rüsselsheim, also Stadtteil Rüsselsheim. Jetzt geht's wieder ans Karussell aufbauen und ich würde sagen, wir snappen das schöne Ding hier mal wieder hin, damit das auch hier wieder ein bisschen schneller vorangeht. So wie es letzte Mal abgebaut, machen wir heute einmal Aufbau, oder? Ich würde sagen, bippidi, babidi, buh, yes. Ey, das wäre so geil, ne? Wenn das wirklich jedes Mal so gut funktionieren würde. Mit dem Auf- und Abbau. Das wäre schon wild. So, wir fahren jetzt rüber, machen jetzt auf. Muss dem Vater noch schnell was vorbeibringen gleich. Ich fahre jetzt mit dem Junotsheim. Der zieht sich um. Dann ab nach Groß-Gerau. Und dann machen wir da wieder auf. Das ist heute Familientag. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen was wird. Weil die letzten Tage waren so, ja, wir tun uns dieses Jahr, nähern wir uns wieder an die Zeit vor Corona an, was uns den Umsatz angeht. Natürlich immer noch dieses Jahr Inflation. Kickt ja dieses Jahr wieder anders da rein für die ganzen Leute. Das wird wahrscheinlich da auch eine Rolle spielen. Dann sind wir natürlich jetzt schon im dritten Jahr nach Corona. Die Leute hatten nach Corona richtig viel Bock gehabt. Das flacht natürlich auch noch ab und dann natürlich die Stimmung, die allgemeine Stimmung auch nicht so 10 von 10. So, also wir fahren jetzt nach Hause, umziehen und dann rüber nach Hause. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich war heute schon viel unterwegs, ich habe gar nicht die Kamera nicht mehr wirklich dazu geholt. Ich war jetzt schon einmal in Groß-Gerau gewesen und habe da Birnen, also habe aufgemacht, habe Birnen gewechselt, habe, ja, hauptsächlich Birnen gewechselt eigentlich. Das hat nochmal so 2 Stunden gedauert. Fehlen auch noch ein paar. Aber jetzt zumindest die Front geht jetzt wieder komplett. Da sind ein paar warmweiße LEDs drin mit blauen Kappen. Man sieht da natürlich ein bisschen, dass sie ein bisschen farblich ein bisschen anders da sind. Es sind auch noch ein paar alte LEDs, die nicht mehr so stark leuchten und so. Da müssten wir halt noch mal ein paar blaue holen. Aber die Fassungen sind soweit getauscht und soweit sollte das eigentlich alles gehen. Die Schrift, wie gesagt, die müssen wir dann noch mal machen, wenn ich hochklappen kann, damit ich halt richtig hinten dran komme, dass ich halt auch Platz habe und dann auch gleich richtig ausprobieren kann. Das werden wir bei der nächsten Gelegenheit, denke ich, machen. Wo ich Zeit habe und wo die Schrift oben ist, dass wir die auf jeden Fall komplett als Lauflicht verkabeln. So, und dann
wie ich dann Lampen gewechselt habe, bin ich dann nach Hasloch wieder gefahren. Da haben wir da noch Karussell noch fertig gemacht, aber der Vater war da auch noch gewesen, hat noch Fahrzeugbeleuchtung und sowas alles neu gemacht. Eins oder zwei Fahrzeuge haben wir einen kurzen gemacht, das hat er beseitigt und er hat jetzt noch einen Sicherungskasten dazwischen gemacht, dass wenn ein Fahrzeug einen kurzen macht, dass nicht alles runterfällt, sondern er hat jetzt quasi noch einen Schaltkasten dazwischen gemacht, wo jedes Fahrzeug nochmal mit einer Sicherung versehen ist, dass wenn, ja, wenn ein Fahrzeug irgendwie ein Kabel ab sein sollte, Birne kaputt, whatever, dass halt nur von dem einen Fahrzeug die Sicherung runterfällt und alles andere weiter leuchtet. Da war der auch noch ein bisschen beschäftigt, da bin ich dann rübergefahren, haben wir noch mit fertig gemacht. Ich habe noch die Rolllädenkästen am Kinderkarussell, die waren so teilweise kaputt, zerdrückt, das habe ich noch repariert. Das haben wir noch gemacht. Was haben wir noch gemacht? Ja, so Kleinigkeiten, jede Menge. Ja, aber jetzt sollte soweit alles stehen. Der Darky macht heute die Tagesschicht, also komplett. Normalerweise wäre ich ja jetzt rübergefahren ungefähr. Habe ihm aber schon gesagt, so hey, machst du heute durch, weil ich heute Morgen um 9 ja schon wieder unterwegs war. Und dann habe ich gesagt, okay, na, jetzt normalerweise wäre jetzt so fertig gewesen, beziehungsweise Schichtwechsel. Da meinte ich schon so, ach komm, mach du mal. Mach du mal Tagesschicht, weil er hat, ich sag mal, um 13 Uhr angefangen. Also um 13 Uhr haben wir aufgemacht. Ne? Fängt natürlich vorher an, aber um 13 Uhr aufgemacht. Und dachte ich mir so, oh komm, dann haben wir genau gleich viele Stunden gemacht. Ich von 9 bis 18 Uhr und er dann von 13 bis 21 Uhr. Aber ihr seht ja schon, ich sehe gerade ein bisschen schicker aus. Ist jetzt nicht unbedingt Anlass, dass ich jetzt so schick sein muss. Aber es ist Versammlung in Bauschheim, ist so ein Fest, was da gefeiert wird. Ich weiß auch noch nicht so genau. Der Vater meinte nur, da ist Versammlung, ich habe da einen Platz, ne? Wir haben da was angenommen, bla bla bla. So, jetzt fahren wir da hin und dann, keine Ahnung, was da noch besprochen wird und was das ist und whatever. Ne? Das heißt, ich fahre jetzt noch auf die Versammlung. Das wird wahrscheinlich auch bis 8 Uhr oder so gehen. Und ich hoffe, dann ist mein Arbeitstag rum. Das geht um 19 Uhr los. Wir haben jetzt 18 Uhr. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Olaf, nach Bauschheim, das ist doch nicht weit. Da kann man doch hinspucken. Warum eine Stunde früher? Ja, ich fahre jetzt nochmal in den Baumarkt. Ich habe mir jetzt hier nochmal meine Schlüssel, die ich nochmal nachmachen lassen will. Vom Schießwagen, vom Großen, also von Big City, von der dicken Betty. Dann vom Kinderkarussell. Guck mal, wie abgenutzt der ist. Ne? Richtig abgewatzt. Und hier von dem großen Kinderkarussell. Also einmal kleines Kinderkarussell, einmal großes Kinderkarussell. Ich weiß halt nicht, ob er den hier nachmachen kann, ne? Weil das ein Sicherheitsschlüssel ist. Ich glaube, das geht, glaube ich, nicht. Aber ich frage trotzdem mal, was braucht man denn dafür, um Sicherheitsschlüssel nachmachen lassen zu können? Was ich auch mir überlegt habe, das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann machen, dass ich irgendwann die ganzen Schlösser tausche bei den Geschäften, die wo dann mir sind, werde ich mir dann Schlüssel tauschen lassen. Also die Schlösser werde ich tauschen und ich muss mal gucken, ich weiß, ich habe mich noch nie mit beschäftigt, aber ich weiß ja, dass es das gibt, dass jedes Geschäft einen eigenen Schlüssel hat, aber man sich auch so einen Universalschlüssel für alle dann haben kann, weißt du? Also dass ich dann zum Beispiel nur einen Schlüssel habe, den Grandmaster-Schlüssel. Und dann gibt es halt nochmal Schlüssel für die Mitarbeiter jeweils, die dann halt, wenn die morgens kommen, Geldmäppchen, die Mappe geben und das Geldmäppchen und so, ne? Und dann halt den Schlüssel für den einen Wagen, ne? Die sollen natürlich keinen Grandmaster-Schlüssel haben, den hab dann nur ich sozusagen, ne? So Schlösser, Schlüssel will ich eigentlich mal einbauen. Das wäre eigentlich am besten, dass man nicht mehr so einen fetten Schlüsselbund hat, wäre das, glaube ich, am besten. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß aber gar nicht, wo man das herkriegt, weil ich denke mal, im Baumarkt kriegt man das bestimmt nicht, ne? Ja, muss ich mal gucken, wo man das herkriegt. Ich weiß, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das gibt. Und das wäre halt die Idee. Das wäre eigentlich eine gute Lösung für bei uns. Ah, da muss ich mal gucken. So, ich gucke jetzt mal, was ich von denen nachmachen lassen kann. So, meine Hübschen, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt kurz vor 10. Ich habe jetzt hier ein paar Schlüssel nachmachen lassen. Es sind noch jede Menge Schlüssel hier drin. Ich habe mir noch Schuhe gekauft, weil ich habe immer nur so ein paar Alltagsschuhe. Ich habe mir mal ein paar neue Alltagsschuhe geholt. Also so Schuhe, die ich einfach anziehe, wenn ich losgehe. Ne, das sind immer die Pumas gewesen, aber die sind jetzt auch schon, die fangen jetzt an langsam durch zu sein. Jetzt habe ich mir hier diese Bugatti-Schuhe geholt. Ich habe mir hier noch Protector, noch Spray geholt. Und halt hier diese für 80 Euro haben die jetzt gekostet. Ne, 75 Euro haben sie gekostet. Hier, die hier. Das wären so meine neuen Alltagsschuhe. Irgendwas Bequemes, ne, wo man einfach reinschluppen kann. Also nichts Spezielles, ne, nicht irgendwie so, muss zum Outfit passen. So irgendwas Neutrales, was man einfach anziehen kann und gut ist. So, okay, meine lieben Freunde, das war es erstmal mit dem Vlog. Ich weiß, wir sind in diesem Vlog sind wir ziemlich viel gehoppt. Ich guck mal, dass ich vielleicht in den nächsten Vlogs wieder ein bisschen mehr Struktur reinkriege. Wir sind ja jetzt sehr viel hin und her gejumpt, aber war auch eine anstrengende Woche. Also es gab auch viel zu tun. Und ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wieder schauen und reingehauen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da, kommentiert, abonniert.
abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Werdet Mitglied und für 4,99 könnt ihr sogar eine größere Mitgliedschaft abschließen. Da könnt ihr noch die Vlogs ein bisschen früher schauen. Meine lieben Freunde, wir sehen uns im nächsten Vlog. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen und ciao.